Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Vorhi82 mit einem weiteren Mediabook-Update-Video für euch. Ja, und ich war letzten Freitag noch ganz fix mit dem Fahrrad mal beim Müller, um mir dort die Verurteilten zu holen im Mediabook. Gibt hier zwei verschiedene Covermotive, einmal Cover A und Cover B. Cover ab A ist ja Müller exklusiv gewesen, habe ich mir angeguckt. War jetzt nicht so ganz mein Fall und hoffe eigentlich mal, dass ich noch Cover B bekomme. Bei Amazon schweineteuer, aber ich gucke mal bei Bretz Media, vielleicht habe ich da Glück. Aber dafür habe ich dafür zwei andere Mediabooks mitgenommen, zwei Schnäppchen-Mediabooks, die ich auch schon lange auf meiner Liste gehabt habe eigentlich, die ich eigentlich gerne mal angucken wollte, diese Filme. Und zwar erstmal Before I Wake. Fürchte seine Träume. Ja, ich habe den Trailer gesehen und fand ihn mal richtig geil. Also richtig gruseliger, spannender Horrorfilm wird es wahrscheinlich sein. Also da bin ich schon sehr gespannt. Und noch ein Film. Ja, ihr wisst, ich bin kein großer Freund von diesen ganzen asiatischen, koreanischen Actionfilmen. Aber ich muss gestehen, I Saw the Devil hat mir extrem gut gefallen. Und hier spielt, glaube ich, dann auch dann der Hauptdarsteller mit von I Saw the Devil. Und jetzt sagt er, okay, Oldboy nehme ich jetzt mal für den Preis im Mediabook auf jeden Fall mal mit. Und die beiden Mediabooks gucken wir uns mal gemeinsam an und mal schauen, was da alles schon im Internet drin ist. Denn ihr seht das schon alles wieder bei das K-Blade Mediabooks, da kann man nie was verkehrt machen. Einfach geile Qualität. Und fangen einfach mal an mit Before I Wake. Hat jetzt hier aktuell dann 14,90 gekostet bei unserem Müller. Also echt ein guter Preis. Und wir machen einfach mal auf. Ist schon ein bisschen ramponiert die Folie, aber das ist ja eigentlich relativ egal. Und wir haben hier auch einen coolen, ja, Einband wieder, ein Bucheinband, wenn man so drüber langt, merkt ihr das, sehr schön, auf jeden Fall, coole Oberfläche, hier unten ein bisschen beschädigt, aber das ist jetzt Pillepalle, ganz ehrlich, egal, nicht so schlimm. Ja, cooles Motiv auf jeden Fall, ich war drauf schon mal mit dem Jungen, und hier Before I Wake, und dann hier dann das Spy nochmal riesengroß draufgeschrieben, Before I Wake, und auch hinter drauf auch ein cooles Back-Artwork, auch das schaut schon mal sehr cool aus, und hier, ja, das hier ist dann wohl das kleine Teufelchen, was er wohl verbirgt in seinen Träumen. Ich bin schon gespannt. Also der Film hat mir echt extrem gut gefallen und bin einfach gespannt, wie der Film mir gefallen wird. Ja, hier noch einmal dann die Rückseite, nochmal die Banderole, einfach mal hier auf Pause drücken. Dann wisst ihr schon mal, was bei dem Film geht. Wer ihn noch nicht kennen sollte, einfach hier mal durchlesen. Ein paar Szenenbilder aus dem Film und dann hier unten noch ein paar weitere, ja, Zitate von verschiedenen Zeitschriften, Psycho-Horrors, Horrors, ich glaube, da haben sie das R vergessen drauf zu drucken. Oder? Was sagt ihr dazu? Psycho-Horrors auf origineller Basis. Atmosphäre sticht intensiv und ungemein packend. Also ich bin wirklich gespannt. Als Bonus gibt es ein Making-of und den Kinotrailer. Und die unten in diesen Kästen gibt es noch die ganzen technischen Daten, einfach mal auf Pause drücken und dann wisst ihr auf jeden Fall schon mal mehr. So, okay, jetzt Mediabook gucken wir uns dann erstmal später an. Wir gucken zuerst mal das andere Mediabook noch an von Oldboy. Und hier, wie gesagt, kostet das Mediabook bei unserem Müller 9,99 €. War auch das letzte, was jetzt auch da war. Also hier bei dem Preis kann man echt nicht mehr meckern. Und bin auch froh, dass die K-Blade Mediabooks immer recht günstig werden. Deswegen warte ich erstmal ab auf die, die ich gerne haben möchte. Gut, andere werden teurer, andere werden nicht teurer. So, Folie ist ein bisschen schwer zu machen, aber ich habe sie. So. Und das hier ist ein Hochglanz-Mediabook, nicht so wie das andere. Und, oh leck, das schaut ja mal geil aus. Coole Sache. Ja, geiles Mediabook, auch auf jeden Fall hier auch wieder. Hier haben wir einen Glanzeffekt von der Figur und auch hier der Schriftzug Oldboy ist hier glänzend gemacht worden. Also mal richtig cool. Hier die Ornamente hinten oder zumindest die Tapete hinten ist matt gehalten und das komplette Gesicht, zumindest das ganze Bild hier, ist glänzend gemacht. Also richtig stark. Auch hier der Schriftzug ist hier glänzend. Also mal richtig cooles Teil. Was mir auch sehr gut gefällt, ist hier oben eben, dass eben dann der Spitzhammer zwischen dem D durchgeht. Auch das finde ich eine coole Idee.
sehr cooles Winterbook auf jeden Fall. Dann haben wir noch den Spine. Steht Old Boy drauf. Und auch hin drauf ein cooles Backartwork, ebenfalls auch hier mit einem glänzenden, ja, Charakter vorhanden drauf und ein bisschen Blut verspritzt. Also auch das schaut wirklich sehr cool aus. Ich bin jetzt vielleicht nicht der größte Freund von diesem, von dieser Zeichnung jetzt ganz ehrlich, aber echt hammer cooles Teil mit diesem Glanzeffekt. Spitzenmäßig. Bin gespannt. So, hin drauf haben wir auch noch ein bisschen was. Einmal hier eben dann die Inhaltsangabe zu dem Film. Dann haben wir die Extras auf Blu-ray. Auch hier mal auf Pause drücken. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Ein Szenenfoto noch, die Credits. Und hier dann ganzen technischen Daten. Und hier ist dann auch nochmal dann die Bonus. Als Bonus mal ein Soundtrack-CD mit dabei. Also hier sind 3 Discs mit drin. Also auch sehr cool. Also hier passt auch der Preis wirklich echt perfekt. Also da kann man echt nicht mehr meckern. Was meint ihr dazu? Okay, wir gehen in die Ego-Perspektive über mit dem schönen Before I Wake Mediabook und bis gleich hinter der Kamera. Fangen wir mal mit Before I Wake an und hier nochmal das richtig schöne Mediabook, wie ich finde, in diesem matten Zeitungseffekt Covermotiv. Hier oben, wie gesagt, ist ein bisschen Beschädigung, aber das ist mir echt relativ egal. Und ich schlage jetzt mal auf. Ein bisschen Werbung zu Hardcore und hier schon mal ein richtig cool mit dem Schmerling, der extrem düster ausschaut. Und hier haben wir dann die Blu-ray-Disc. Das Ganze schaut hier so aus, auch passend zum Hintergrund. Und hier eben, wie gesagt, auch hier ein zusammenhängendes Hintergrundbild, was wirklich sehr gruselig ausschaut. Und hier Before I Wake. Und wir blenden einfach hier mal durch. Also auf den Film bin ich echt sehr gespannt. Before I Wake, ein kleiner Einblick in die Träume des Cody Morgan. Auch hier natürlich wieder schön gemacht worden mit dem Booklet hier. Auch das schaut sehr schön aus. Hier die ganzen Schauspielauflistungen. Hier Thomas Jane, kennen wir ja aus Punisher. Das Drehbuch, die Drehorte, die Effekte und dann sind wir auch schon am Ende von diesem schönen Mediabook. Auch hier nochmal ein schönes Backartwork in Rot und auch hier dann die DVD-Version ist auch hier nun in Rot dargestellt und ja, schaut wirklich sehr cool aus. Und hier nochmal die Rückseite nochmal von dem Mediabook, auch das kann sich wirklich sehen lassen, schaut wirklich sehr edel aus. Und ja, wenn der Film noch passt, perfekt. Und für den Preis kann man hier echt nicht mehr meckern, 14,90 €. Und wir machen gleich mal weiter mit Oldboy. Hier nochmal diesen coolen Effekt, diesen Glanzeffekt hier, was ich wirklich sehr schön finde. Auch hier oben der Schriftzug. Und auch hier schlagen wir gleich mal die Zeit immer auf. Und auch hier gehen auch diese Hintergrundwand auch gleich weiter. Hier haben wir dann schon mal dann die Blu-ray-Disc in Lieder- oder bläulichen Stich, ist ab 16 freigegeben. Dann haben wir hier noch dann die DVD-Version, auch die schaut ganz cool aus. Und hier dann auch hier ein zusammenhängendes Bild, aber nicht spektakulär gesagt jetzt mal. Und hier extreme Bilder, die Kraft des Wortes. Und also ich auf den Film bin ich auch schon sehr gespannt. Hier ein paar verschiedene Spielfilme und das ist auf jeden Fall nicht gewesen. Dann hoffe ich mal, dass mich auch dieser Film auch nicht enttäuscht hat, weil wie gesagt, I Saw the Devil fand ich wirklich überragend geil. Die Zeit eines Monsters. Und hier dann nochmal die letzte Seite nochmal. Und hier nochmal dann einmal Inhaltsangabe zu dem Soundtrack. Und da haben wir auch noch eine Bonus Blu-ray auch nochmal mit dabei. Also wirklich wahnsinnig viel. Wir haben hier 4 Discs drin. Und einmal hier noch dann den Original Soundtrack auch noch dazu zu dem Film. Also hier an dieser Edition ist wirklich alles komplett enthalten, was ein Film Herz höher steht. Also wirklich war richtig geile Sache. Und hier mal dann das Backartwork.
Hier war die Unterschrift von dem Zeichner. Und wie gesagt, gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, wir gehen nochmal zurück zum Hauptschirm und bis gleich. Ja, liebe Filmfreunde, das waren die beiden Schnäppchen Oldboy und auch Before Awake von unserem Müller. Nochmal liebe Grüße, auch nochmal liebe Grüße an Joachim. Ja, tolle Mediabooks. Bin echt gespannt, wie die Filme gefallen werden. Und ja, zu kaufen bei Amazon auch noch natürlich, aber bei Müller denke ich mal zurzeit extrem günstig. Wer einen Müller in der Nähe von euch hat, schaut mal vorbei. Da könnt ihr auf jeden Fall ein Schnäppchen machen. Ansonsten bei Amazon gucken, bei Brett wieder gucken, überall gucken. Und ja, das war's von mir. Und man sieht sich beim nächsten Video wieder. Bis demnächst. Tschüss mit Ö und Beep.